Es ist wieder eine dieser Mondlandschaften im Bernsteingebiet, das Dmytro Leontiuk besucht. Er hat sich dem Schutz der Wälder verschrieben. Leontiuk ist Aktivist der sogenannten proeuropäischen Auto-Maidan-Bewegung der Ukraine. Auf diesem Gelände hat eine staatliche Förderfirma Bernstein abgebaut. Eigentlich sollte das Gebiet längst wieder aufgeforstet sein. Stattdessen ist es verschandelt mit neuen Kratern. Das waren wahrscheinlich illegale Bernsteingräber, die entweder den Moment genutzt oder Polizisten geschmiert haben, die dieses Gelände bewachen. Nicht weit entfernt trifft der Aktivist ein paar Männer. Nach einigen Diskussionen zeigen sie, was sie da so aus dem Boden geholt haben, in ihrem Dorf Klesiv in der Nordwestukraine. Das ist strafbar. Schon der Besitz von illegal geförderten Bernstein ist verboten in der Ukraine. Es ist ein Millionengeschäft. Der Schwarzmarktwert dieses Haufens 1000 US-Dollar. Vor allem Chinesen kaufen hier den Rohbernstein ein, sagen die Männer. Das illegale Geschäft hat den Familien einen bescheidenen Wohlstand gebracht. Neue Häuser entstehen. Sie fühlen sich im Recht. Mit dem Geld bauen die Männer ihr Dorf auf, einen Spielplatz. Und am liebsten würden sie auch die Ortsstraße selber erneuern. Die Zentralregierung in der Hauptstadt Kiew dulde es und kassiere mächtig mit, behauptet Bernsteinsucher Vasil gegenüber Leontiuk. Für die da oben ist es auch ein lukratives Geschäft, wenn Bernstein illegal abgebaut wird. Ohne dass sie etwas investieren müssten, landet auch bei den Bürokraten Geld. Schmiergeld nämlich. Der Vorwurf, damit die Einheimischen illegal, aber ungestört Bernstein abbauen könnten, kassierten Polizisten und andere Sicherheitskräfte Bares. Genau das kritisiert Bürgeraktivist Dmytro Leontiuk und will es ändern. Denn im Bernsteinland der Ukraine werden tausende Hektar Land durch den Abbau zerstört. Die Rede ist von Tausenden oder sogar von Hunderttausenden Menschen, die da völlig chaotisch, ohne System in die Wälder gehen, um Bernstein abzubauen. Und tatsächlich. Für ein Protestvideo haben die Aktivisten des Auto-Maidan schockierende Luftaufnahmen gefilmt. Auf abgeholzten Waldflächen stellen die illegalen Bernsteinsucher Pumpen auf. 20 Meter in die Tiefe reichen die Schläuche. Wasser treibt den Bernstein dann nach oben. Fracking für den Goldersatz. Versteckt und mit dem Mobiltelefon konnten Dmytro Leontiuk und seine Mithelfer auch den illegalen Abbau am Boden filmen. Bernsteinsucher wie Ameisen, mit Keschern bewaffnet. Eine Pumpe mit 6 Leuten kostet 600 US-Dollar Schmiergeld an die Behörden, heißt es. Dafür wird weggeschaut, wenn die illegale Bernsteinsuche losgeht. Übrig bleiben Kraterflächen wie diese, wo die Aufnahmen entstanden sind. Noch frisch. Um das künstliche Wasserloch ist nichts gewachsen. Das ist das wirklich Furchtbare. Die Bernsteingräber machen jetzt nichts mehr. Sie sollten wenigstens wieder aufforsten. Doch es gibt keine Rekultivierung. Die Regierung in der fernen ukrainischen Hauptstadt Kiew lässt den Raubbau in dieser Landschaft im Nordwesten einfach laufen. Nur manchmal schlagen die Behörden zu. Dmytro Leontiuk hat einen Tipp bekommen. Razzia in einer Bernsteinschleiferei in der Gebietshauptstadt Rivne. Wir sollen die Maschinen konfiszieren, sagt der Polizist zu ihm. Dann wird es wieder ein Gerichtsverfahren geben und die Maschinen werden zurückgebracht. So ist das ja immer. Denn auch die Gerichte stehen im Verdacht, beim Bernsteingeschäft bestechlich zu sein. Der Fabrikbetreiber will damit aber nichts zu tun haben. Im Gegenteil, bei ihm gehe alles legal zu. Alle Papiere seien korrekt. Der Grund für die Razzia ein ganz anderer. Die Behörden gängelten ihn schon länger, weil er ihnen kein Schmiergeld bezahlt habe. Es ist unmöglich, sich an Gesetze zu halten. Man will uns hier alle in die Schattenwirtschaft zwingen. Doch auch der Unternehmer, eben noch reine Weste, gibt zu, dass er Gesetze an anderer Stelle umgeht, weil er auf legalem Weg in der Ukraine den Bernstein nicht kaufen darf, weicht er auf andere europäische Länder aus. Ich habe den Bernstein in Polen gekauft, um mit der Arbeit überhaupt anfangen zu können. Ukrainischen Bernstein wohlgemerkt.
der zuvor wohl illegal nach Polen geschmuggelt worden war. Dmytro Leontio glaubt unter den Augen der Behörden. Und das alles nur für diesen Glanz. Doch der bringt Milliardenumsätze auf dem Weltmarkt, in Europa und China. Deshalb hat Leontio auch Verständnis, dass die Menschen in dieser sonst bettelarmen Region etwas vom Kuchen abhaben möchten, wo millionenschwere Bernstein nur ein paar Meter unter ihren Füßen verborgen ist. Man könnte den Abbau legalisieren und so steuern, dass alle davon etwas hätten. Für eine Genossenschaft mit 10 bis 15 Einheimischen würde die Arbeit für 2 oder 3 Jahre reichen. Und nachdem sie alles herausgeholt haben, müssten sie die Löcher wieder zuschütten, Bäume anpflanzen und das Grundstück renaturieren. Das wäre Dmytro Leontioks Traum, dass der größte Ertrag aus dem Gold der ukrainischen Wälder vor Ort bliebe und die vielen Schmiergeldempfänger endlich das Nachsehen hätten.